So, dann herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der automatischen Spracherkennung. Wir waren letztes Mal stehen geblieben und hatten uns noch Vektorquantisierung angeschaut, um einen Vektorraum zum Beispiel so quantisieren zu können, ähnlich wie wir das bei der Digitalisierung gemacht haben, bei den einzelnen Abtastwerten, die wir bekommen hatten. Und hatten gesehen, dass man so Vektorquantisierung als eine Art Klassifikationsproblem formulieren kann, und zwar beide Unterprobleme. Einmal die eigentliche Quantisierung, also gegeben einen neuen Merkmalsvektor x, wie finde ich die zugehörige Quantisierungsstufe? Und dann im zweiten Schritt auch die Frage, wie finde ich jetzt gute Repräsentanten für meine Quantisierungsstufen? Auch dieses, wie finde ich die, kann ich als Klassifikationsproblem auffassen. Wir hatten uns ein bisschen angeschaut, so die unterschiedlichen Effekte unterschiedlicher Distanzfunktionen, dass man bei euklidischer Distanz diese Voronoi-Region erhält und wenn man dann sowas wie die Mahalanobis-Distanz verwendet, die dann auch die Varianz mit einbezieht, man andere Trennflächen bekommt, die mehr so hyperbelähnlich sind. Und insbesondere, dass diese Mahalanobis-Distanz wir auch kennen noch von den Gauß-Glocken her. Also, Vektorquantisierung als Klassifikationsproblem. Im einfachsten Fall, wenn ich nur einen Repräsentanten pro Quantisierungsstufe habe, heißt das eigentlich nur, für jeden Vektor muss ich den nächstgelegenen Repräsentanten einer Quantisierungsstufe finden anhand irgendeines Distanzmaßes. Habe dann halt das Problem, dass ich nicht robust bin gegen Ausreißer in den Trainingsdaten, wenn ich da jetzt meine Repräsentanten schätze. Und wenn ich jetzt aber mit mehreren Repräsentanten pro Quantisierungsstufe arbeite, dann wird dieses, wie finde ich den nächstgelegenen Repräsentanten zu, wie finde ich die nächstgelegenen Repräsentanten? Und dann finde ich zum Beispiel die k am nächsten gelegenen Repräsentanten von Quantisierungsstufen und muss dann entscheiden, anhand der Zusammensetzung, zu welchen Quantisierungsstufen diese am k nächsten Repräsentanten gehören, dann entscheiden, zu welcher Quantisierungsstufe ich diesen neuen Merkmalsvektor zuordne. Also, wenn unter den sechs nächstgelegenen Stufen zum Beispiel dreimal Dreieck ist, einmal Quadrat und zweimal Kreis, dann würde ich sagen, okay, der wird auf die Quantisierungsstufe Dreieck quantisiert. Ist natürlich dann nicht immer eindeutig. Manchmal ist sozusagen ein Gleichstand unter den unterschiedlichen Klassen. Dann braucht man andere Strategien, um dieses Patt aufzulösen. Das kann man zufällig machen oder anhand der Summe der Distanzen und so weiter und so fort. In der Praxis kann dieses Ausrechnen von K in N sehr rechenintensiv werden. Wenn ich also sehr viele Referenzvektoren habe und wenn ich sehr viele Klassen habe, also sowas wie 1024 Referenzvektoren pro Klasse, 10 hoch 5 Klassen und mein Merkmalsraum ist sehr hochdimensional, sowas wie 48 Dimensionen aus der Spracherkennung, kann es halt sehr schwierig sein, wenn ich jetzt die 5, 16, vielleicht 1000, vielleicht 42 nächstgelegenen Repräsentanten finden will, dann muss ich relativ viel auf Rechenwand ausführen. Im Prinzip muss ich dann 10 hoch 5 mal 1024 Repräsentanten gibt es. Da muss ich also für jeden neuen Vektor, der 48 dimensional ist, sowas wie 10 hoch 5 mal 1024, also 10 hoch 6 Distanzberechnungen durchführen. Und wenn ich das sehr häufig machen will, diese Quantisierung, alle 10 Millisekunden, dann ist das schon ein relativ hoher Rechenaufwand. Diesen Rechenaufwand möchte man gerne reduzieren. Und wenn man halt Rechenaufwand reduziert, hat man immer die Wahl zwischen immer noch das korrekte Ergebnis finden, aber keine garantierte Reduzierung des Rechenaufwands, sondern nur im Schnitt oder manchmal oder in der Regel wird der Rechenaufwand beschleunigt. Aber wenn ich Pech habe, kann es sogar länger dauern als der naive Ansatz. Oder ich nehme ein Verfahren, das mir die Beschleunigung garantiert, aber dann erreiche ich in der Regel nicht mehr das optimale Ergebnis. Einfaches Beispiel hierfür wäre, dass man ein einfacheres Distanzmaß nimmt.
was weiß ich, Blockmetrik statt irgendeiner Metrik mit der Mahler-Lobis-Distanz. Und damit approximiere ich zum Beispiel die Mahler-Lobis-Distanz. Und ihre Hausaufgabe war jetzt, sich über diesen ersten Fall Gedanken zu machen. Also wie kann man jetzt hier zum Beispiel sich überlegen, wie kann man hier zum Beispiel jetzt Beschleunigung durchführen und bekomme immer noch das korrekte Ergebnis, nur die Beschleunigung ist halt nicht mehr garantiert. Was wäre so eine einfache Überlegung, was man machen könnte? Also ein naiver Algorithmus ist, von meinem neuen Vektor, den ich quantisieren möchte, rechne ich zu jedem Repräsentanten, zu jedem dieser 10 hoch 6 Repräsentanten die Distanz aus, dann sortiere ich das Ganze, um da meine 5 besten zu bekommen. Nehmen wir den einfachsten Fall, ich mache nicht 5 nächster Nachbar, ich mache echter ein nächster Nachbar, also ich will erstmal nur den am nächstgelegenen Repräsentanten bekommen. Wie könnte ich das jetzt zum Beispiel beschleunigen, so dass ich nicht immer 10 hoch 6 Distanzen ausrechnen muss? Was wären da so Ideen? Wer hat Ideen? Und die Knoten in dem Binärbaum, was entsprechen die? Was für eine Aufteilung macht man da? Auf Englisch oder auch nicht? Ich meine, es geht ja hier da um Distanzberechnung. Also was könnte man da logischerweise nehmen in so einem Binärbaum? Woran kann man dann zum Beispiel aufteilen? Möglichkeit wäre, das zum Beispiel anhand der Dimensionen zu machen. Dass also jeder Knoten eine Ebene, eine Hyperebene durch den Raum legt. Und in jedem Knoten muss ich entscheiden, mein neuer Vektor, auf welcher Seite von der Hyperebene liegt er. Und dann habe ich so einen Binärbaum, der mir immer weiter und weiter geht. Und wenn ich jetzt diese Hyperebenen geschickt durch den Raum lege, dann reicht es, dann kann ich das so machen, dass ich hinterher, wenn ich in dem Blatt bin des Baumes, dann nur noch eine Untermenge, eine sehr kleine Untermenge von Repräsentanten habe, die überhaupt als nächstes dran liegen können. Und alle anderen Repräsentanten liegen weiter weg, die in den anderen Blättern drin sind. Und auf die Art und Weise kann ich zum Beispiel erstmal den Baum durchgehen, immer wieder diese Entscheidung treffen, bin ich links oder rechts von der Hyperebene. Die Hyperebenen muss man halt nach einem bestimmten Verfahren geschickt reinlegen. Und wenn ich dann unten im Blatt bin, habe ich nur noch deutlich weniger Rechenaufwand. Das funktioniert halt nur dann, wenn ich anhand dieser Hyperebenen auch wirklich diese Entscheidung treffen kann. Und da kann man sich relativ leicht Beispiele überlegen, aber das sind dann wirklich extreme Randfälle, wo man halt so einen Baum nicht mehr vernünftig aufbauen kann, wo ich anhand der Hyperebenen diese Trennung eben nicht mehr garantiert durchführen kann, sondern kann es halt sein, dass ich eventuell entweder Fehler mache oder dass mein Baum halt mir keine Entscheidung treffen kann, dass also im Knoten jedes Baum, im Blatt jedes Baumes im schlimmsten Fall wieder alle Repräsentanten drinstecken. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist schon eine sehr ausgefeilte und sehr schwierige Möglichkeit. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Denken wir mal an die Distanzberechnung. Also der naive Algorithmus sagt, ich rechne die Distanz von jedem Repräsentanten zum aktuell zu quantisierenden Vektor aus. Und danach entscheide ich. Kann ich vielleicht bei der Distanzberechnung eventuell, wenn ich Glück habe, Zeit sparen? Das wäre eine Möglichkeit. Das ist dann ein Verfahren, wo ich sozusagen Speicher gegen Geschwindigkeit tausche. Das läuft ja am Ende hinaus auf so eine Art, hierarchisches Quantifizieren. Ich habe erstmal eine grobe Quantifizierung, wo dass ich gucke, in welcher Region liegt es ungefähr und in der Region weiß ich, welche Repräsentanten da alle drin liegen. Ja, zum Beispiel auch eine Möglichkeit kann natürlich im schlimmsten Fall, je nachdem wie die Daten gestrukturiert sind, auch Fälle geben, wo das nicht zu einer Beschleunigung führt. Aber jetzt denken wir mal wirklich an die eigentliche Berechnung der
Distanzfunktion. Nehmen wir mal die euklidische Distanz her. Bei der euklidischen Distanz, wenn ich zwischen zwei Vektoren 48-dimensional die euklidische Distanz ausrechne, wie mache ich das? Erste Dimension, aufaddieren, quadrieren. Nächste Dimension, aufaddieren, quadrieren und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, ich mache das immer schrittweise größer und die Distanz wird numerisch immer größer, je mehr ich die Dimensionen abarbeite. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon nach 8 Dimensionen eine Distanz habe, die größer ist als die bisher gefundene optimale kleinste Distanz, dann kann ich auch noch die restlichen 40 Dimensionen drauf addieren. Sie wird unter Garantie nicht besser werden. Das heißt, wenn ich also sowas zum Beispiel mache, kann ich es mir sparen, nicht immer die vollen Distanzen auszurechnen, sondern ich höre halt vorher auf und gehe dann, wenn ich weiß, es wird, kann nicht mehr die beste Distanz werden, gehe halt zum nächsten über. Oder kann halt nicht mehr unter den 5 besten Distanzen sein, gehe ich zum nächsten über. Sowas würde sich dann zum Beispiel, das nennt man dann Early Abortion, wenn man halt die Distanzberechnung frühestmöglich abbricht. Das wäre also diese Early Abortion. Wo ist da der Pferdefuß? Also man sieht im schlimmsten Fall, wenn ich halt ausgerechnet, wenn ich jetzt den nächstgelegenen suche und der ist ausgerechnet der letzte Repräsentant, den ich anfasse, und ich habe die Repräsentantenarbeit, die gemäß ihrer Distanz von größter nach kleinster Distanz sortiert, zufälligerweise ab, weil ich sie halt, die werden der Reihe nach abgearbeitet und die sind so zufälligerweise, dass ich als erstes den am weitesten entfernten liege und als letzten den am nächsten gelegenen, da muss ich auch mit Early Abortion immer alle vollen Distanzen ausrechnen, weil halt nie der Fall eintreten wird, dass ich mal größer bin. Bin ich dann wenigstens nicht langsamer als das naive Verfahren? Eben, das ist das Problem. Also ich habe immer noch die Vergleichsoperation. Wenn ich zum Beispiel nach jeder Dimension so eine Vergleichsoperation mache, die kostet ja auch Zeit, dann hätte ich also das normale Distanzverfahren plus auch noch nach jeder Dimension die Vergleichsoperation. Ist natürlich auch doof. Ich meine, dass man jetzt ausgerechnet den Extremfall erwischt, dass man halt das in absteigend sortierter Distanz durchläuft. Das ist natürlich so ungefähr so wie ein Lottogewinn. In der Regel wird das nicht so sein, aber trotzdem kann man ein bisschen rumspielen und sich überlegen, wie häufig mache ich diese Abfrage. Und da kann man dann wieder als nächstes rumspielen mit den Prozessorarchitekturen. Also da kann man es dann wirklich auf die Spitze treiben, dass man wirklich bis das für eine Prozessorarchitektur optimiert. Wenn man sich das anschaut, hier Differenz und Quadrieren, da werden immer zwei zum Beispiel reelle Zahlen, Floats oder sowas, miteinander subtrahiert und dann quadriert. Jetzt habe ich ja auf den Rechnern meistens so parallele Pipelines und so kleine Vektorrechner inzwischen. Da kann ich, wenn ich jetzt weiß, wie viele Subtraktionen der sozusagen parallel durchführen kann, dann kann ich da jetzt erstmal so kleine Mini-Vektoren bilden, so viele, wie ich auf dem Prozessor parallel durchführen kann. Und die lasse ich auf alle Fälle durchführen, weil dann ist es genauso schnell, als wenn ich eine Subtraktion rechne oder als wenn ich zum Beispiel 16 Subtraktionen rechne, je nachdem, was mein Prozessor mir jetzt halt hergibt, und mache frühestens danach den Vergleich oder halt nach Vielfachen. Das heißt also, da kann man dann, wenn man wirklich das letzte Quäntchen rausquetschen will, relativ klein runtergehen. Die Compiler machen das natürlich zum Teil automatisch, wenn die, was weiß ich, so eine Schleife sehen. Da geht einer über einen Array, das hat, keine Ahnung, 48 oder xn Dimensionen. Dann wird das hoffentlich von einem sehr guten Compiler bereits vektorisiert, sodass man da mit Vektoradditionen arbeitet. Da hängt es davon ab, wie klug der Compiler ist. Wenn ich dem natürlich jetzt mit einer ungeschickten Größenabfrage dazwischen funke, dann kann er diese Vektorisierung eben nicht mehr durchführen. Dann kann ich sogar noch mal deutlich, deutlich langsamer machen, als wenn ich gar nichts anfassen würde. Wenn ich es aber so reinschiebe, dass das gerade immer mit der Quantisierung so einer Schleife, die halt solche Subtraktionen durchführt, zusammenfällt, kann ich dadurch halt sehr, sehr, sehr viel Zeit sparen. Und das andere ist eben gerade so diese Organisation in einer Baumstruktur,
wo ich halt versuche, geschickte Hyperebenen reinzulegen und dann frage ich halt ab, auf welcher Seite der Hyperebene befinde ich mich. Das mache ich ein paar Mal und dann habe ich sozusagen irgendeinen Unterbereich festgelegt, in dem ich mich befinde und da gibt es dann hoffentlich möglichst wenige Repräsentanten, die ich dann noch abarbeiten muss. Ein bisschen trickreich wird das Ganze, wenn ich das zum Beispiel mit sowas mache wie der Mahana-Lobis-Distanz. Eine Idee, so einen Baum jetzt aufzubauen, ist, dass ich den von top-down runter clustere. Ich gucke mir als erstes an, wie ist denn da die Varianz der Daten global? Und gucke halt, entlang welcher Dimension habe ich die größte Varianz. Und wo ich die größte Varianz habe, da spalte ich auf in zwei Unterteile. Also wenn ich hier die größte Varianz habe, dann spalte ich hier halt auf und das mache ich weiter und weiter und weiter und bekomme dann so eine Fläche raus. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was kennengelernt. Sie haben dieses Early Abortion kennengelernt. Sie haben diesen Baum kennengelernt. Sie hatten letztes Mal auch Gauss-Mixturverteilungen kennengelernt. Und Gauss-Mixturverteilungen, hatten wir schon gesagt, sind unschön, weil ich da eine E-Funktion ausrechnen muss. Und eine E-Funktion im Rechner auszurechnen, ist halt sehr, sehr, sehr rechenintensiv. Also ist extrem langsam. Das heißt, so eine echte Gauss-Mixtur auszuwerten, ist problematisch. Und das, was Sie jetzt kennengelernt haben, diese beiden Verfahren, die kann man auch jetzt verwenden, um eine Gauss-Mixtur-Auswertung zu beschleunigen. Das Verfahren muss nicht mehr exakt sein und es sollte schnell sein. Also Kleingruppen von jeweils 3 Leuten kurz zusammensetzen. Sie haben 5 Minuten Zeit. Überlegen Sie sich mal, wie Sie diese beiden Verfahren, Early Abortion und diese Baumstruktur, wie man die vielleicht nutzen könnte, um die Auswertung einer Gauss-Mixtur drastisch zu beschleunigen. Also immer 3 Leute zusammen diskutieren, ein paar Ideen aufmachen, 5 Minuten Zeit. Da zu dritt können da hochgehen. Das kann man einfach da zusammensetzen. Da hinten die 3 können sich auch problemlos zusammensetzen und da ein bisschen mal diskutieren, mal überlegen, wie kann man das jetzt machen. Sie haben also Early Abortion und Sie haben so eine Baumstruktur und jetzt müssen eine Gauss-Mixtur, also eine gewichtete Summe von Gauss-Glocken, möglichst schnell ausrechnen und dürfen dabei nicht mehr das optimale Ergebnis bekommen, hoffentlich ein gutes Ergebnis, aber das nahe dran ist an dem, was Sie machen, aber es sollte möglichst schnell sein. Dann fangen wir mal langsam an zu sammeln. Was haben wir so an Ideen zusammen? Was kann man jetzt machen? Wer hat Vorschläge? Ein bisschen was hatten wir auch letztes Mal schon kurz angedeutet. Also was muss die Grundidee sein? Ich will eine Gauss-Mixtur schnell ausrechnen, aber ich will keine E-Funktion ausrechnen. Genau, also wenn ich jetzt es schaffe, nur eine Gauss-Glocke zu nehmen statt mehrere, dann kann ich im logarithmischen Bereich rechnen und dann brauche ich keine E-Funktion mehr auszurechnen. Brauche ich nur noch mit dem Exponenten der E-Funktion zu arbeiten. Wie finde ich denn jetzt die am nächstgelegene Gauss-Glocke? Wie mache ich das am geschicktesten? Genau, wir nehmen uns also statt alle 32 Komponenten entweder die einzige am nächstgelegene oder halt zum Beispiel die 5 am nächstgelegenen raus. Wenn ich nur die eine nehme, dann kann ich im logarithmischen Bereich unter Umständen bleiben, brauche ich gar keine E-Funktion. Wenn ich die nächsten 5 hernehme, dann muss ich zumindest nur 5 mal statt 32 mal E-Funktion machen. Ich bekomme halt nicht das exakte Ergebnis, weil ein paar Gauss-Glocken werte ich gar nicht aus. Das heißt, was immer deren Beitrag war, gewichtet mit deren Gewichten, was immer deren Beitrag war, ist letztendlich der Fehler, den ich mache bei der Auswertung. Und jetzt hängt es davon ab, wie meine Daten strukturiert sind so im Allgemeinen, ob dieser Fehler dann eher groß oder eher klein wird.
Halt. Zwischen. Und. Okay, habe ich gar keine Folie zu. Also je nachdem kann der halt größer werden oder klein werden. Und jetzt kann ich beide Sachen machen. Ich muss immer die Distanz ausrechnen zu den μ-Vektoren. Diesmal mit der Mahana-Lobis-Distanz, nicht mit der euklidischen Distanz. Aber auch bei der Mahana-Lobis-Distanz kann ich dann arbeiten mit diesem Early Abortion. Kann also das Ausrechnen der Mahana-Lobis-Distanz relativ früh abbrechen. Wann kann ich es besonders einfach machen? Wann wird die Berechnung der Mahana-Lobis-Distanz besonders einfach? Jetzt erinnern wir uns nochmal, Mahana-Lobis-Distanz war x minus y transponiert mal Sigma hoch minus 1 mal x minus y transponiert. Sigma hoch minus 1, die Kovarianzmatrix der Daten. Und jetzt wird das eine y wird zum μ, zum Mittelwert einer Gauss-Glocke. Und mit der Kovarianzmatrix, das ist natürlich ekelhaft, das ist auch schon relativ aufwendig, da die Kovarianzmatrix zu multiplizieren mit diesem x minus μ. Es gibt zwar auch Algorithmen für, die das halt schneller machen als in, was ist es normalerweise, ON-Quadrat, ja, immer sowas wie ON-Quadrat. Die machen es ein bisschen schneller, sowas ON log n mit irgendwelchen Faktoren dabei. Wie kann ich es aber ganz schnell beschleunigen? Das hatten wir gesagt, was macht man in der Praxis häufig mit diesen Kovarianzmatrizen? Wir hatten gesagt, dass wir häufig diagonalisierte Kovarianzmatrizen nehmen, dass wir also Kovarianzmatrizen nehmen, die außerhalb der Diagonalen überall eine Null stehen haben. Hatte halt zur Folge, dass wenn man sich jetzt so eine Gauss-Glocke als Ellipsoiden darstellt, mit den Achsen, dann entsprechend die Achsen, die halt diese Ausdehnung dieses Ellipsoiden angehen, die liegen halt parallel zu den Achsen des Koordinatensystems. Damit verletze ich natürlich diese allgemeine Bedingung, die ich brauche, dass ich jede beliebige Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hinreichend genau mit endlich vielen Komponenten annähern kann. Ich mache es halt nochmal ein bisschen ungenauer. Aber was passiert, wenn die Matrix nur noch Werte auf der Diagonalen stehen hat, statt und außerhalb der Diagonalen nichts, wenn ich da mit der Matrix multipliziere, dann wird aus diesem Zeile mal Spalte, ist immer genau ein Wert. Da wird also aus dieser Zweierschleife, die ich normalerweise durchlaufe, wird nur noch eine lineare Schleife. Das geht plötzlich in O von n, statt O von n Quadrat oder O n log n. Das wäre noch eine weitere Möglichkeit, wie ich was beschleunigen kann. Und dann kann ich mit Early Abortion relativ schnell die nächstgelegene Gauss-Glocke mir finden. Oder die nächsten fünf gelegenen Gauss-Glocken und kann das machen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist das halt auch mit dieser Baumstruktur zu machen. Bei dieser Baumstruktur kann ich jetzt noch folgenden Trick anwenden. Ich habe hier so eine Gauss-Glocke, die liegt da als Ellipsoid im Raum. Jetzt sage ich, okay, hinterher, wenn ich meine Gauss-Mixtur berechne, möchte ich alle Gauss-Glocken haben, die die alle Gauss-Glocken haben, die mindestens einen bestimmten Wert, nennen wir ihn 0,02, zur Gesamtsumme beitragen, ohne Berücksichtigung der Gewichte. Dann kann man Folgendes machen, dann gucke ich mir halt an bei so einer Gauss-Glocke, okay, wo hat denn die Gauss-Glocke, diese Multivariate, den Wert 0,01 und das ist dann gerade eben so ein Ellipsoid. Das ist immer Werte gleicher Höhe, liegen immer auf so einem Ellipsoiden. Jetzt habe ich da so ein Ellipsoid mit so Dimensionen und um dem lege ich jetzt eine Box. Ich mache da jetzt eine Box drumherum. Innerhalb dieser Box, die ich um diesen Ellipsoiden lege, alle die Werte, die jetzt in der Box liegen, haben einen Wert, der ist eventuell dieses 0,001 oder vielleicht ein klein bisschen größer, kann ein bisschen größerer Beitrag haben. Jetzt kann ich also diese Box drumherum legen. Alle Werte drin haben dieses 0,01 oder größer. Das heißt, alles, was außerhalb dieser Box liegt, brauche ich nicht zu berücksichtigen. Wenn ich also einen Wert
berechnen will, der außerhalb dieser Box liegt, dann brauche ich diese Gauss-Glocke nicht zu berücksichtigen. Und wenn ich dann solche Kästchen reinlege, dann kann ich wieder meinen Merkmalsraum in solche Kästchen unterteilen und kann da wieder so eine Baumstruktur drüber laufen lassen und kann zum Beispiel dann sagen, ich will maximal 5 Gauss-Glocken haben, die einen Beitrag von mindestens 0,01 liefern und kann mir also so einen Baum aufbauen. Wenn ich oben einen Wert reingebe, dann geht der wieder diese Hyperebenen entlang. Das sind gerade die Flächen dieser Box, die ich um den Ellipsoiden rumgelegt habe, geht durch den Baum durch, kommt unten in dem Blatt raus und unten im Blatt stehen dann 5 Gauss-Glocken drin, die mindestens einen Beitrag von 0,01, eventuell mehr, zu der Gauss-Glocke liefern und die ausgewertet werden müssen. Das ist auch ein Verfahren, um dann diese Selektion der Gauss-Glocken, die ich jetzt noch berücksichtigen möchte, zu beschleunigen. Das ist also alternativ zu diesem Early Abortion. Also, Vektorquantisierung. Was wir bei der Vektorquantisierung bisher noch nicht hatten, ist, wie finde ich überhaupt die Referenzvektoren, auf die ich quantisieren möchte? Die erste Idee, die naive, ist aber, ich unterteile einfach den Raum in gleich verteilte Kästchen. Das kann aber blöd sein, wenn meine Daten halt nicht gleichmäßig im Raum verteilt sind. Besser wäre es also, wenn ich die Referenzvektoren finden könnte, abhängig von den Daten, die ich habe. Wenn ich also so Trainingsdaten habe, die repräsentativ sind für die Daten, die ich behandeln will, dann suche ich in diesen Daten nach geeigneten Referenzvektoren, die mir meine Quantisierungsstufen vorgeben. Und das geht auch schön mit einem Algorithmus, den Sie bereits kennen. Das ist der K-Mittelwerte-Algorithmus. Ich suche K-Referenzvektoren und ich habe Trainingsvektoren vorgegeben. Die sind nicht klassifiziert. Das Einzige, was ich weiß, ist, diese Trainingsvektoren sollen hinterher in K unterschiedliche Quantisierungsstufen eingeteilt werden. Und dann geht K-Mittelwerte halt so. Sie initialisieren zufällig K-Referenzvektoren. Dann klassifizieren Sie die Trainingsdaten auf diese zufällig gewählten Referenzvektoren anhand der kleinsten Distanz. Dann schaue ich mir für jeden Repräsentanten, für jeden Referenzvektor, welche Trainingsdaten wurden zugeordnet, bilde den Durchschnitt dieser Trainingsvektoren, den Mittelwert, und lege den Repräsentanten dann an die Stelle des Mittelwertes und dann iteriere ich. Ich lasse also wieder neu die Trainingsvektoren zuordnen zu den neuen aktualisierten Repräsentanten, lasse wieder dann den Mittelwert bilden aller Werte, die zu einem Repräsentanten zugeordnet wurden und iteriere und dann wieder die üblichen Abbruchbedingungen. Ich mache das eine feste Anzahl an Iterationen. Oder der durchschnittliche Abstand zum Beispiel der Vektoren zu ihren Referenzvektoren liegt unter einem Schwellwert. Oder jedes Mal, wenn ich neu iteriere, ändert sich diese Position der Repräsentanten der Referenzvektoren, wenn ich die Mittelwertsbildung mache, nicht mehr wirklich deutlich, nicht mehr signifikant. Oder wenn sie sich halt überhaupt nicht mehr ändern, dann weiß ich, dass sowieso Ende ist, weil dann wird sich auch, egal wie häufig ich iteriere, nie wieder was ändern an den Referenzvektoren. Das ist in der Praxis aber eher selten der Fall. Dieses Verfahren ist unüberwacht. Also die Trainingsvektoren sind nicht klassifiziert. Es steht nicht fest, auf welche Quantisierungsstufe sie zugeordnet werden sollen. Anders ist es dann bei einem zweiten Verfahren, das nennt sich dann lernende Vektorquantisierung. Da gehe ich davon aus, dass ich Trainingsvektoren habe und ihre zugehörige Klasse. Dann initialisiere ich wieder zufällig K-Referenzvektoren mit zugehöriger Klasse. Ich weiß, wo die hingehören sollen. Und dann bestimme ich für alle Trainingsdaten den nächsten Referenzvektor und dann schaue ich mir an, ist die Klasse des Referenzvektors gleich der Klasse, auf die dieser Trainingsdatum zugeordnet werden soll? Wenn ja, dann wird der Referenzvektor ein bisschen in die Richtung dieses Trainingsbeispiels bewegt. Oder wenn der Referenzvektor
dem dieses Trainingsbeispiel zugeordnet wurde, die falsche Klasse hat, dann bewege ich den Referenzvektor eben ein bisschen weg von dem Trainingsbeispiel. Und dann iteriere ich, Abbruchbedingung wie gehabt, bestimmte Anzahl an Iterationen, das Ergebnis ändert sich nicht mehr, der Fehler der Klassifikation ist irgendwie groß genug. Hier hat man halt jetzt so einen Parameter, der sagt, ich bewege den Referenzvektor ein bisschen. Wie viel ist denn ein bisschen? Da muss man sich irgendwie festlegen, das ist auch irgendein Parameter, den man wählen muss. Und eine Idee ist zum Beispiel, dass man mit relativ starken Bewegungen anfängt und die lässt man dann mit der Zeit kleiner werden. Und das ist so etwas, das kennen Sie auch schon zum Beispiel aus neuronalen Netzen, wenn Sie neuronale Netze trainieren. Wer hat schon neuronale Netze die Vorlesung gehört? Ja, doch schon einige. Wenn Sie neuronale Netze trainieren, haben Sie ja auch da immer so einen ähnlichen Parameter, der Ihnen sagt, wie groß ist die Schrittweite, wenn Sie zum Beispiel den Gradientenabstieg machen, wie weit bewege ich verändere ich meine Gewichte in Richtung des Gradienten. Und da gab es auch verschiedene Möglichkeiten, diese Schrittweite zu wählen. Und eine war auch, ich fange groß an und lasse die im Laufe der Zeit immer kleiner werden. Und das ist hier letztendlich genau dasselbe. Dann kann man sich ein bisschen überlegen, dass man irgendwie kompliziertere Updates macht. Gibt es dann so kleinere Variationen. Dann nimmt man zum Beispiel die nächsten zwei gelegenen Referenzvektoren und berechnet dann am nächsten gelegenen Referenzvektor nur dann neu, wenn halt die Klasse falsch ist. Und die zweitgrößte Klasse ist richtig und das Trainingsdatum liegt irgendwie zwischen diesen beiden Referenzvektoren. Dieses liegt irgendwie zwischen den beiden Referenzvektoren, kann man sich im Zweidimensionalen ganz gut vorstellen. Also angenommen, ich habe VI und VJ und das X, VJ, VK und das XI liegt zum Beispiel hier, dann kann man sagen, das liegt zwischen diesen beiden, würde das XI hier liegen. Dann kann man zum Beispiel sagen, es liegt nicht zwischen den beiden. Und das kann man zum Beispiel sehr schön an der Distanz herleiten, ob das jetzt dazwischen liegt oder ob das nicht dazwischen liegt. Und dann kann man das variieren. Ich kann auch den Update machen, auch wenn die beiden Referenzvektoren doch beide zur selben Klasse liegen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann verschiedene Variationen, die unter verschiedenen Namen laufen. Das Schöne ist, dass halt Learning Vector Quantization ganz leicht als künstliches neuronales Netz gefasst werden kann. Was man im Prinzip machen muss, ist, ich habe hier Neuronen, die sind mein Eingabevektor, die haben halt eine bestimmte Dimensionalität d. Ich habe da oben Ausgabeneuronen und was diese Neuronen machen, ist nichts anderes, als dass sie so rechnen, dass sie die Distanz des Eingabevektors berechnen, zu dem Vektor, der durch die Gewichte, die diesen Verbindungen zugeordnet sind, entspricht. Das heißt also, die Gewichte entsprechen auch einem Referenzvektor. Und dieses Ausgabeneuron J berechnet jetzt halt die Distanz zwischen diesem Eingabevektor und diesem Ausgabevektor. Und dann kann ich jetzt ganz normal mit einem Backpropagation-ähnlichen Verfahren oder halt auch mit diesem LVQ-Verfahren diese Gewichte neu updaten. Und hinterher, wenn ich dann halt klassifizieren will, lasse ich halt das neuronale Netz auswählen und wähle halt den Referenzvektor, die Quantisierungsstufe, die halt die kleinste Distanz hat. Bevor wir da jetzt weitermachen, für Sie einen Denkanstoß. Wenn man jetzt überlegt, was haben wir denn da alles? Also wir sind zum Beispiel in der Lage, Vektorquantisierung durchzuführen. Das heißt, ich kann also Vektoren in einem Raum auf bestimmte Quantisierungsstufen zuordnen. Sie haben auch sowas kennengelernt wie Gauss-Glocken-Multivariate und Gauss-Mixturverteilung. Sie wissen, es gibt da eine Dualität zwischen dem, was im Exponenten steht, der E-Funktion, und den Distanzfunktionen, also dass das, was im Exponenten steht, ist schon eine Distanzfunktion.
Sie haben jetzt vorhin gesehen, das, was man nehmen kann, um zu beschleunigen, KNN, kann man auch nehmen, um die Auswertung von Gaußglocken zu beschleunigen. Wozu wir noch gar nichts gesagt haben, ist zum Beispiel, wie finde ich denn die Parameter so einer Gaußglocke? Und zum Beispiel ein Parameter von so einer Gaußglocke ist ja der Mittelwertsvektor. Und wenn ich eine Gauss-Mixturverteilung habe, dann habe ich halt n Mittelwertsvektoren. Das heißt, ich habe da zum Beispiel auch das Problem, dass ich irgendwie einen Merkmalsraum habe, da liegen irgendwie Daten drin und ich will hinterher diese Daten beschreiben mit einer Gauss-Mixtur. Also angenommen, ich habe alle die Daten, die zu einer Klasse gehören. Und für diese Klasse möchte ich so eine Gauss-Mixtur schätzen. Und brauche jetzt unter anderem zum Beispiel solche Mittelwertsvektoren für die Gauss-Mixtur. Dann habe ich da, und dann stehe ich auf die Frage, wo lege ich jetzt die Mittelwertsvektoren hin? Das ist letztendlich auch nichts anderes als Referenzvektoren finden, so wie ich das bei der Vektorquantisierung mache. Das heißt also, eine Möglichkeit, jetzt zum Beispiel die Mittelwerte zu bestimmen, so einer Gauss-Mixtur, wäre jetzt, sowas wie K-Mittelwerte durchzuführen und bekomme dann schon mal die Mittelwertsvektoren. Und wenn ich die Mittelwertsvektoren habe, dann habe ich auch die Kovarianzmatrix, weil ich weiß ja, welche Werte liegen am nächsten dran. Dann kann ich also für die Werte die Kovarianzmatrix berechnen. Dann habe ich schon eine Kovarianzmatrix für jede Gauss-Glocke in der Gauss-Mixtur. Brauche ich noch die Gewichte? Welches Gewicht bekommt jede Gauss-Glocke? Naja, ich weiß, welche Trainingsdaten zu welchem Mittelwertsvektor zugeordnet wurden. Dann kann ich einfach zählen, wie groß ist denn der Anteil der Trainingsvektoren, die auf die Karte Gauss-Glocke entfallen, am Gesamtanteil aller Trainingsvektoren. Sowas kann ich dann zum Beispiel als Gewicht verwenden in der Gauss-Mixtur. Das heißt also, diese Verfahren kann man verwenden zur Quantisierung, wird man aber hinterher auch wiedersehen, wenn es darum geht, wie trainiere ich denn jetzt die Gauss-Mixturen, die ich hinterher verwenden möchte. Nur erstmal müssen wir jetzt dazu kommen, dass wir überhaupt an einen Punkt kommen, wo wir wirklich schön mit Gauss-Mixturen arbeiten können in der automatischen Spracherkennung. Und das führt alles letztendlich auf sogenannte statistische Spracherkennung, wo wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und wenn wir mit Wahrscheinlichkeiten in der Spracherkennung arbeiten, dann arbeiten wir mit Hidden Markov-Modells. Also mit Hidden Markov-Modellen. Und deshalb für Sie ein bisschen eine Literaturempfehlung, wenn Sie das also alles nochmal schön nachlesen wollen, was hat es mit Hidden Markov-Modellen auf sich und was hat das Ganze zu tun mit Spracherkennung, gibt es ein sehr schönes Paper vom Rabbiner, das eben heißt The Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition. Dieses Tutorial finden Sie entweder in dieser Paper-Sammlung, die sich dann nennt Readings in Speech Recognition, oder Sie gucken ins IEEE-Archiv bei IEEE Explore. Ich werde den Link auch entsprechend auf die ILIAS-Seite setzen. Da haben Sie von innerhalb des KIT-Netzes Zugriff drauf. Insbesondere die erste Hälfte des Artikels ist interessant. Die beschreibt halt allgemein, wie funktionieren Hidden Markov-Modelle, wie kommt man dahin, wie hat man sich das vorzustellen. Diese zweite Teil mit Selected Applications in Speech Recognition ist schon ein bisschen veraltet. Das werden wir hier ein bisschen moderner behandeln. Aber dieser erste Teil, wenn es um HMMs geht, ist nach wie vor sehr interessant, ist sehr gut geschrieben und sehr lesenswert. Den können Sie sich mal in einer ruhigen Stunde durchlesen und dann wissen Sie genau Bescheid über Hidden Markov-Modelle. Bisher hatten wir ja so Spracherkennung jetzt nur gemacht mit Hilfe von DTW oder One-Stage Dynamic Programming. Mit Hilfe einfacher Mustervergleiche, die Ähnlichkeiten zwischen Referenzmustern und neu aufgenommenem Audio über einfache Distanzmaße herstellen. Das Problem ist aber, wir hatten schon gesehen, bei der Sprache, als wir Sprache besprochen haben, dass Sprache sehr variabel ist. Und diese Variabilität wird schlecht mit diesen einfachen Mustervergleichen eingefangen. Sondern irgendwann im Laufe der Zeit ist man halt dazu hingekommen, dass man diese Variabilität mit Hilfe von Stochastik, also mit Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie, einfangen möchte. Wir hatten gesehen, bei dem DTW hat man zum Beispiel diese Variabilität in der Sprechgeschwindigkeit. Aber als wir allgemein uns mit Sprache beschäftigt haben, haben wir gesehen, dass wir diese Variabilität auch bei den Merkmalsvektoren haben.
dass also auch bei gleicher Sprechgeschwindigkeit die Merkmalsvektoren bei selber Äußerung deutlich unterschiedlich aussehen können. Jetzt bei diesem Mustervergleich hatten wir Dynamic Time Warping, um diese Zeitvariabilität in den Griff zu bekommen. Was diese Unterschiedlichkeit der Ausprägungen der Merkmalsvektoren angeht, hatten wir als Idee angesprochen, dass man über mehrere Beispielmuster mitteln kann und dass man zum Beispiel sowas wie die Mahana-Lobis-Distanz anwenden kann. Da geht es schon so ein bisschen in Richtung Stochastik, wenn man jetzt die Mahana-Lobis-Distanz nimmt. Nur man kann das Ganze jetzt halt noch deutlich weiter treiben, dass man also wirklich jetzt den Übergang macht. Immer im Hinterkopf, was haben wir hier mit den K-Mittelwerten gemacht, wie haben wir den Raum da aufgeteilt, was haben wir bei DTW gemacht, um dieses Time-Warping zu machen, wie funktionieren Gauss-Mixtur-Modelle. Das wird jetzt alles zusammengerührt, um zu einem stochastischen Modell zu kommen. Und um zu diesem stochastischen Modell zu kommen, hat man so ein paar Designentscheidungen, die man einhalten möchte, so ein paar Nebenbedingungen. Bisher muss ich ja für jedes Wort in meinem Vokabular mindestens ein Referenzmuster, besser mehrere Referenzmuster haben. Wenn ich die Mahana-Lobis-Distanz habe, habe ich nur einen Mittelwert. Aber ich habe schon Gauss-Mixtur-Modelle kennengelernt, mit denen ich komplexere Verteilungen als einfach nur eine globale Kovarianz modellieren kann. Beim One-Stage-Dynamic-Programming haben wir so eine einfache Grammatik kennengelernt, aber Sprache ist komplexer und diese Grammatik, mit der ich arbeiten möchte, sollte zum einen kompliziertere Sachverhalte bringen, plus sie sollte nicht diese ganz harte Ja-Nein-Entscheidung treffen. Was wir also gerne hätten, ist, dass wir nicht mindestens ein Beispielmuster für jedes zu erkennende Wort haben, sondern wir wären gerne in der Lage, auch Worte zu erkennen, die wir nicht in den akustischen Trainingsdaten haben, für die wir noch keine Audioaufnahmen haben. Wir wollen lieber unsere Worte zerlegen in kleinere Einheiten. Und da hatten wir schon kennengelernt, die Phone und die Phoneme, die sich natürlich dann anbieten als diese kleinen Einheiten, in die ich Worte zerlege und aus denen ich dann beliebige andere neue Worte zusammensetzen möchte. Ich möchte diese Varianz der Merkmalsvektoren komplexer modellieren als nur mit einer einfachen Mahana-Lobis-Distanz. Und da haben wir halt kennengelernt die Gauss-Mixtur-Modelle, die halt beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilungen und damit beliebige Varianzen in den Trainingsmustern modellieren können. Und ich möchte halt Sprache viel komplexer modellieren können, welche Wortfolgen sind denn eher wahrscheinlich und welche Wortfolgen sind nicht so wahrscheinlich, ohne dass ich so eine harte Ja-Nein-Entscheidung treffe, die zum Beispiel kategorisch bestimmte Wortfolgen ausschließt. Und um alles das zu erreichen, verwenden halt Spracherkennungssysteme nach wie vor Hidden-Markov-Modelle. Der einzige Unterschied des Hypes der letzten paar Jahre, den Sie im Kopf haben müssen, ist, bis vor 5 Jahren hat man Hidden-Markov-Modelle in Kombination mit Gauss-Mixtur-Verteilungen verwendet. Und man braucht die auch heutzutage immer noch als einen Zwischenschritt bei der Entwicklung von ganzen Spracherkennungssystemen. Aber seit ungefähr 5 Jahren verwendet man dann ganz am Ende statt Gauss-Mixtur-Verteilungen neuronale Netze. Also das, was eine Gauss-Mixtur-Verteilung macht, da diese Wahrscheinlichkeit zu schätzen für einen bestimmten Merkmalsvektor, übernehmen jetzt neuerdings teilweise sehr komplexe und sehr aufwendige neuronale Netze. Unten drunter liegt aber immer noch ein Hidden-Markov-Modell. Die machen das immer noch in Kombination mit Hidden-Markov-Modellen. Und auch wenn es Ansätze gibt, die versuchen, diese Hidden-Markov-Modelle loszuwerden, funktionieren sie erstens noch nicht so gut wie Spracherkennungssysteme, die auf Hidden-Markov-Modellen beruhen. Und zwar deutlich weit weg nicht so gut. Plus die Krücken, die man sich dann überlegt, wie man es trotzdem loswerden kann. Wenn man mal genau hinschaut, dann erkennt man als Experte, dass das letztendlich nichts anderes als Hidden-Markov-Modelle sind, die man so ein bisschen versteckt hat. Die man dann in der Gütefunktion der neuronalen Netze versteckt hat. In diesem Trainingskriterium, das man dann hinterher verwendet, da steckt in Wirklichkeit, wenn man so genau hinguckt, doch sowas wie ein Hidden-Markov-Modell drin. Deswegen nach wie vor heutzutage die besten Spracherkennungssysteme, die wir verwenden nach wie vor Hidden-Markov-Modelle.
auch wenn Sie zusätzlich noch neuronale Netze anstelle von Gauss-Mixturverteilungen verwenden, Sie verwenden Hinden-Markov-Modelle. Und um hinterher die neuronalen Netze trainieren zu können, braucht man nach wie vor auch noch Hinden-Markov-Modelle mit Gauss-Mixturverteilungen, sonst kommt man nicht an den Punkt, dass man die neuronalen Netze hinterher trainieren kann, sondern man muss da immer noch iterativ vorgehen. Alles andere, was Sie hören von wegen, Zitat, großes deutsches Softwareunternehmen in der Sprachverarbeitungs- statt statistischen Verfahren verwenden wir jetzt neuronale Netze und damit echte künstliche Intelligenz. Bullshit. Absoluter Marketing-Quatsch. Erstens sind neuronale Netze statistische Verfahren, nur dass sie halt nicht parametrisch sind. Und auch das stimmt nicht so in der Allgemeingültigkeit, weil wenn Sie sich an neuronale Netze erinnern, dann gibt es diesen Lernsatz, dass das ja eine Posteriori-Wahrscheinlichkeit sein soll, was da rauskommt bei den Ausgabeneuronen, zum Beispiel bei so einem Multilayer-Perzeptrum. Das kann man dann teilweise mathematisch zeigen. Und man kann das mathematisch zeigen, dass das Ganze eine Posteriori-Wahrscheinlichkeit ist, wenn man bestimmte Nichtlinearitäten nimmt. Also man muss die Sigmoid-Funktion in den Zwischenschichten nehmen, Softmax bei der Ausgabeschicht. Und dann ist es eine Posteriori-Wahrscheinlichkeit unter der Annahme, dass die Eingabedaten gaussverteilt sind. Also selbst da kann man, wenn man es wirklich als Posteriori-Wahrscheinlichkeit interpretieren will, ist es nur dann tatsächlich nachweislich eine Posteriori-Wahrscheinlichkeit, wenn man gewisse Annahmen über die Verteilung macht, dass es nämlich zum Beispiel gaussverteilt ist. Deshalb, es ist zwar nicht parametrisch, aber doch schon irgendwie, weil sonst ist das, kann man nicht garantieren, dass das wirklich als Wahrscheinlichkeit interpretierbar ist, was da oben rauskommt. Also, wie gesagt, moderne Spracherkennungssysteme verwenden nach wie vor Hidden-Markov-Modelle, auch wenn künstliche Intelligenz draufgedruckt wurde oder irgendwas anderes, was gerade aktuell oder in ist. Und um jetzt wirklich statistische Spracherkennung betreiben zu können, gibt es so etwas, das heißt die Fundamentalformel der automatischen Spracherkennung. Und wenn etwas Fundamentalformel heißt, dann wird es wichtig sein. Deswegen ist das hier eine Formel, die Sie komplett auswendig können müssen. Und wenn ich Sie nachts um drei anrufe, dann müssen Sie diese Formel einfach fehlerfrei runterbeten können. Die hat nicht so viele Symbole. Das heißt, es ist relativ leicht, sie sich zu merken. Plus, wenn man sie auch noch richtig verstanden hat und weiß, was jedes Symbol bedeutet, dann wird es noch einfacher, sie sich zu merken. Also die Fundamentalformel der automatischen Spracherkennung lautet WDACH. Das ist die Wortfolge, die ich suche, die ich erkennen möchte. Das ist das Ergebnis der Spracherkennung. Also das, die Wortfolge WDACH, die ich erkennen möchte, ist das Argument Maximum über alle W von P von W gegeben X. X ist der Merkmalsvektor, den ich aus der Vorverarbeitung bekomme. Also alles, was wir in den vielen Vorlesungen Vorverarbeitung gemacht haben, diese Folge von Vektoren, von Kapstralvektoren, das ist X. Und ich suche jetzt die Wortfolge dazu, die am wahrscheinlichsten ist. Die am wahrscheinlichsten gesprochen wurde, wenn ich die Merkmalsvektorenfolge X sehe. Und das ist eben gerade dieser Operator argmax. Viele verwechseln argmax mit max aus irgendeinem Grund. Es hat einen Grund, warum das argmax heißt und nicht max. Wenn Sie eine max-Operation machen, dann kommt ein Wert heraus, nämlich der höchste Wert. Wenn Sie ein Argumentmaximum machen, dann geben Sie an, welches Argument Sie variieren. Das W, dieses W wird über alle möglichen W variiert und herauskommt dasjenige Argument, WDACH, dass diese Formel hier maximiert. Herauskommt also das WDACH, dass wenn ich es da einsetze, bei dieser Funktion, dieser Wahrscheinlichkeit, den maximalen Wert liefert. Und jetzt kommt das Interessante. Bisher gab es kein gutes Verfahren, das direkt das hier macht. Das ist gerade die Hoffnung, wenn man komplett neuronale Netze oder ohnehin Markov-Modelle macht, dass man gerne das hier direkt schätzen möchte, weil bei neuronalen Netzen Posteriori-Wahrscheinlichkeiten hinterher rauskommen. Das hier ist eine Posteriori-Wahrscheinlichkeit. Das ist die Posteriori-Wahrscheinlichkeit der Wortfolge W, die ich da ausrechne. Und dann probiere ich alle Wortfolgen durch und entscheide mich für die, wo hier das Maximum rauskommt. Das kann ich nicht vernünftig ausrechnen,
Also wende ich die Base-Formel drauf an. Also aus p von w gegeben x wird p von x gegeben w mal p von w durch p von x. Und darüber suche ich das Argument Maximum über alle w. Jetzt ist das Erste, was einem auffällt, hier unten, da steht nur p von x, da kommt gar kein w vor. Das heißt, dieses Ding ist konstant. Völlig egal, welches w ich einsetze. Wenn ich mich also nicht für diesen Wert interessiere, sondern mich für das W-Dach interessiere, also das W, das dafür sorgt, dass dieser Term am höchsten wird, dann reicht es, den Zähler zu maximieren, das W rauszusuchen, das den Zähler maximiert. Ich interessiere mich also nur noch für das Wort W, das das Produkt aus P von X gegeben W und P von W maximiert. Und das kennen Sie alle. Wenn Sie daran denken, das haben Sie schon zigmal gesehen mit zwei Klassen. Kognitive Systeme haben Sie das zigmal gesehen. Das ist nichts anderes als ein naiver Base-Klassifizierer. Sie haben eine A-Priori-Wahrscheinlichkeit Ihrer Klasse. Da stand dann halt C. Und Sie haben die klassenbedingte Wahrscheinlichkeit der Klasse C gegeben und dann Ihr Merkmal X. Und früher stand da halt p von x gegeben c1 mal p von c1, ist das größer oder kleiner, p von x gegeben c2 mal p von c2. Jetzt haben Sie hier halt ein paar Klassen mehr. Jede Klasse, die Sie haben, entspricht einer Wortfolge. Das heißt, Sie sind in einer etwas unangenehmen Situation, dass Sie sehr, sehr viele Klassen haben, unter denen Sie wählen müssen. Also Sie können sich vorstellen, dass es sehr, sehr viele mögliche Wortfolgen gibt. Und dann wird schon absehbar, könnte das ein Problem werden, dieses Argument Maximum auszurechnen. Weil einfach alle Klassen der Reihe nach durchprobieren, könnte ziemlich lange dauern. Das wird ein bisschen unangenehm. Und alles andere, was wir jetzt noch für den Rest der Vorlesung, für den Rest des Semesters bis Februar machen, ist, uns zu überlegen, wie kann ich die einzelnen Komponenten dieser Formel ausrechnen. Wie kann ich p von x gegeben w ausrechnen? Wie kann ich p von w ausrechnen und wie kann ich diesen Operator argmax ausführen, sodass das Ganze in erträglicher Zeit läuft. Das Einzige, was wir uns schon gemacht haben, ist, wir haben uns schon überlegt, wie kann ich das x ausrechnen. Das haben wir gemacht, das nennt sich Vorverarbeitung. Da kennen Sie die Pipeline, zum Beispiel so eine kapstrale Vorverarbeitung, wie Sie das x ausrechnen können. Jetzt müssen wir halt uns überlegen, wie können wir p von x gegeben w ausrechnen, wie können wir p von w ausrechnen und danach, wie machen wir das, rechnen wir das Argument Maximum aus und wir werden das auch genau in dieser Reihenfolge machen. Diese Terme, die bekommen halt Namen. W-Dach nennen wir die Hypothese, also das, was ein Spracherkenner ausgibt, heißt die Hypothese, von was denkt er, wurde da gesagt. Diese x sind die Merkmalsvektoren, die aus der Vorverarbeitung kommen. P von x gegeben w nennen wir das akustische Modell, weil es in Verbindung setzt, wie eine Wortfolge aussieht und wie sie gesprochen wird, wie es sich anhört. Und das P von w, das nennen wir das Sprachmodell, weil das sagt letztendlich nichts anderes als, welche Wortfolgen sind in einer Sprache wahrscheinlich und welche Wortfolgen sind eher unwahrscheinlich. Da steckt also alles Wissen darüber drin, wie Wortfolgen in einer Sprache gebildet werden können, ohne dass ich überhaupt jetzt erstmal schon was gehört habe. Und das Ganze kann man auch umsetzen in ein Blockdiagramm, wie so ein Spracherkennungssystem aussieht. Wir machen also aus den einzelnen Formelbestandteilen machen wir kleine Kästchen. Vorne kommt die Sprache rein, dann kommt die Vorverarbeitung mit Bandbreitenbegrenzung und Digitalisierung und kapstraler Vorverarbeitung und allem Pipapo. Heraus kommt die Merkmalsvektorensequenz. Und dann suchen wir halt die zugehörige Hypothese, die wahrscheinlichste Wortfolge und machen das Ganze mit Hilfe des Sprachmodells und mit Hilfe des akustischen Modells. Und die Art und Weise, wie wir dieses akustische Modell realisieren, damit wir dieser Nebenbedingung gehorchen, wir wollen aus kleinen einzelnen Bestandteilen beliebige Wörter zusammensetzen, nehmen wir dafür ein Wörterbuch. In der Regel wird dieses Wörterbuch dem akustischen Modell zugeschlagen. Aber gleichzeitig hat das auch eine gewisse Dualität, eine gewisse duale Rolle. Weil wenn man nochmal zurückschaut auf die Fundamentalformel, hier steht drin Argument Maximum über alle möglichen Wortfolgen W. Und jetzt hatten wir schon gesagt, als wir so uns allgemein mit Spracherkennern beschäftigt haben, ein Spracherkenner hat in der Regel ein Vokabular.
Und dieses Vokabular gibt vor, aus welchen Wörtern die Wortfolgen, die er erkennen kann, bestehen. Und genauso ist das hier auch. Wir haben ein Vokabular, eine Liste von Wörtern, aus denen die Wortfolgen bestehen dürfen, die erkannt werden. Die stehen im Wörterbuch drin. Das heißt also, die Wörter, die in dem Wörterbuch drin stehen, die implizieren mir, welche Wortfolgen ich hier beim Argument Maximum überhaupt durchzuprobieren habe. Gleichzeitig heißt das Ding ein Wörterbuch und nicht nur das Vokabular, weil in diesem Wörterbuch halt drin steht, wie werden Wörter ausgesprochen, aus welchen Phonemen bestehen sie, weil ich dann hinterher beliebige Wörter aus diesen Phonemen oder kleineren Einheiten sogar als Phonemen zusammensetzen kann, um dann beliebige Wörter in mein Wörterbuch aufnehmen zu können, egal ob ich sie in meinen Trainingsdaten gesehen habe oder nicht. Solange ich weiß, wie die Wörter ausgesprochen werden, kann ich sie hinterher in mein akustisches Modell mit aufnehmen. Das ist diese Nebenbedingung, dass wir kleine Einheiten haben wollen, aus denen wir beliebige Wörter zusammensetzen können. Und als erstes beschäftigen wir uns jetzt damit, wie man dieses akustische Modell realisiert. Und um das realisieren zu können, brauchen wir wieder ein paar Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten der Klassifikation und der Mustererkennung und insbesondere jetzt der Stochastik, weil wir halt mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das Erste, was wir brauchen, ist der stochastische Prozess. Das liegt intuitiv nah, weil Sprache so vom Problem her ja ein Prozess zu sein scheint. Da läuft etwas über die Zeit ab. Ich bekomme solche Merkmalsvektoren, die laufen so über die Zeit, einer nach dem anderen auf. Und heraus kommt eine Wortfolge, da wird auch erst das erste Wort gesprochen und das zweite Wort und so weiter und so fort. Und die haben irgendwie was miteinander zu tun, diese Merkmalsvektoren und die Wörter. Und deshalb ist zum Beispiel dieses P von X gegeben W, wenn man sich vorstellt, Wörter, die so zeitlich hintereinander kommen, produzieren Merkmalsvektoren, die so zeitlich ablaufen, hintereinander, irgendwie gut als Prozess modellierbar. Und dafür verwendet man jetzt erstmal als erstes den stochastischen Prozess. Formal ist ein stochastischer Prozess zum einen erstmal einen Wahrscheinlichkeitsraum, Omega F und P gegeben, dann eine sogenannte Indexmenge, T, sind entweder die ganzen Zahlen oder die reellen Zahlen. Bei uns sind es immer die ganzen Zahlen, weil T ist die Zeit, deswegen heißt T wie Time. Und wir haben getaktete Zeit, also wir haben zeitdiskrete Zeit. Wir bekommen immer so einzelne Frames raus, die sind alle 10 Millisekunden, gibt es einen neuen Frame, die sind immer um 10 Millisekunden verschoben und die kann ich einfach durchnummerieren, das ist mein T. Und dann gibt es diesen ZZ-Raum mit Sigma-Algebra. Okay, jetzt ist der Punkt an der Vorlesung, wo ich auch immer wieder jedes Mal nachgucken muss, weil ich es genau so detailliert einmal im Jahr brauche, wenn ich die Vorlesung halte. Jetzt muss man sich ganz langsam zurückversetzen an sein erstes Semester oder drittes Semester, je nachdem, wann man es gehört hat, Wahrscheinlichkeitstheorie. Was war das nochmal? Was war ein Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP? Wird auch manchmal anders genannt, wird manchmal, glaube ich, Omega Sigma P oder so genannt. Was war das nochmal? Wer kann sich so ungefähr erinnern? Woraus besteht ein Wahrscheinlichkeitsraum? Was brauche ich alles? Jetzt mal ganz tief zurückgehen. Tiefenpsychologisch ganz schlimme Erinnerungen aus dem dritten Semester zurückholen. Wenn ich so mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, dann ist so ein Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP bestehend aus einer Menge von möglichen Ergebnissen. Die nenne ich Omega. Einfaches Beispiel, ich habe einen Würfel mit 6 Zahlen, ich würfel den Würfel und gucke, welche Zahl wurde gewürfelt. Dann habe ich ein Ergebnis. Dann kann ich aus diesen Ergebnissen Ereignisse machen. Diese Ereignisse sind F. Und diese Ereignisse F sind eine Sigma-Algebra über den Ergebnissen. Okay, was war jetzt nochmal eine Sigma-Algebra? Eine Sigma-Algebra heißt, in diesem F sind Teilmengen enthalten. Diese Teilmengen enthalten Elemente aus Omega.
sind also Teilmengen, die mehr, ein oder mehrere Ergebnisse enthalten. Und wenn ich diese Teilmengen vereinige oder schneide, dann lande ich immer wieder in F drin. Beispielsweise einfache Sigma-Algebra, die Potenzmenge von Omega. Wäre so eine ganz einfache Sigma-Algebra. Was heißt das zum Beispiel? Was heißt zum Beispiel, ich nehme einen Würfel, ich würfel dreimal und dann mache ich aus meinen einzelnen Ergebnissen, Ergebnis erster Wurf, Ergebnis zweiter Wurf, Ergebnis dritter Wurf, zum Beispiel folgendes Ereignis. Es wurde zweimal die 2 gewürfelt und es wurde einmal die 1 gewürfelt. In welcher Reihenfolge ist egal, ob jetzt der erste Wurf die 2 war oder der erste Wurf die 1, ist egal. Ich habe dreimal gewürfelt, wurde zweimal die 2 und einmal die 1 gewürfelt. Das ist dann ein Ereignis. Kann man sich vorlegen, das Ganze ist natürlich zum Beispiel in der Potenzmenge über dem Ergebnis 1 bis 6, Ergebnis des Würfelwurfes, enthalten. Und jetzt ordne ich jedem Ereignis aus dem F, aus dieser Sigma-Algebra F, eine Wahrscheinlichkeit zu. Und das macht die Funktion P. P bildet ab von F in die reellen Zahlen, und zwar in der Art, dass die Summe der Vereinigung aller Elemente, die im F sind, also die Vereinigung aller Ereignisse, davon muss P von der Vereinigung muss gleich 1 sein. Das heißt, irgendeines dieser Ereignisse aus F muss eintreten. Das heißt, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Ereignisse aus F eintritt, die muss immer 1 sein. Und die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse, die müssen sich addieren. Und zwar dann, wenn sie disjunkt sind. Wenn ich also 2 Ereignisse aus F hernehme, und die sind disjunkt, das heißt, es gibt kein Element in dem ersten Ereignis, das auch im zweiten Ereignis ist. Und wenn ich dann P von erstes Ereignis plus P von zweites Ereignis rechne, dann muss das gleiche sein, als wenn ich P von der Vereinigung von erstem und zweiten Ereignis rechne. Billigst, möglichstes, überhaupt einfachstes Beispiel. Ich nehme einen Würfel, ich würfel und mein Ereignis ist, es wurde eine von den 6 Zahlen gewürfelt. Das heißt, meine Ereignismenge enthält unter anderem die Ereignisse, 1 wurde gewürfelt oder 2 wurde gewürfelt oder 3 wurde gewürfelt und alle möglichen Kombinationen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis 1, 2, 3, 4, 5, 6 gewürfelt wurde, die muss 1 sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 1 gewürfelt wurde oder 2 gewürfelt wurde, muss gleich sein, die Wahrscheinlichkeit davon, dass 1 gewürfelt wurde, plus die Wahrscheinlichkeit davon, dass 2 gewürfelt wurde. Das ist ein Wahrscheinlichkeitsraum. Und jetzt diesem Wahrscheinlichkeitsraum, dem gebe ich jetzt eine Zeit t. Es tickt eine Zeit. Und zu dieser Zeit gibt es jetzt einen neuen Ereignisraum. Also sowas hier, Omega und F, die beiden zusammen, das würde man den Ereignisraum nennen. Omega die Ergebnisse, F die Ereignisse und F eine Sigma-Algebra über Omega. Und genauso gibt man jetzt hier einen neuen Ereignisraum zu. Z und Z-Stern, Z geschrieben. Und zwar hat man jetzt einen stochastischen Prozess als eine Familie von Zufallsvariablen. Also statt einer Zufallsvariable wie oben habe ich jetzt ganz viele. Die sind indiziert über die Zeit t. Und jedem Ergebnis aus Omega wird jetzt ein Ergebnis aus z zugeordnet durch diesen stochastischen Prozess. Und dieses z-Dingens da, dieses geschwungene z, das ist eben gerade dann die Sigma-Algebra, der ich dann entsprechende Wahrscheinlichkeit zuordnen kann. Und man hat jetzt noch die Bedingung, dass Fz messbar ist. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig hinbekomme. Das heißt, das hier muss, das ist schlecht geschrieben, weil Formel-Editor und so, das muss dieses geschwungene Z sein.
Das ist diese Sigma-Algebra, die zu dem harten Z gehört. Fz messbar bedeutet, dass jedes Urbild von diesem Z aus dem Omega, also das hier ist dieses geschwungene Z, also wir bilden immer ab in dieses Schreibschrift Z, das soll durch diese Serifen angedeutet sein. Jedes Urbild, also jedes Element aus diesem Z muss ein Urbild haben, muss also Ergebnis sein dieser Abbildung, die muss also insbesondere rechtstotal sein. Jedes Urbild muss aus Omega sein. Muss auch wieder aus diesem, muss nicht aus Omega sein, sondern muss aus dieser F-Menge sein. Genau, so war das richtig. Wenn jetzt die Zeit ganzzahlig ist, also nicht die reellen Zahlen, dann nennen wir das einen zeitdiskreten stochastischen Prozess, ansonsten zeitkontinuierlicher. Für die Spracherkennung interessant sind nur zeitdiskrete Prozesse. Und dann gibt es eine besondere Form des stochastischen Prozesses und der nennt sich eine Markov-Kette. Und jetzt merkt man schon, wir gehen langsam auf den Begriff Hinden-Markov-Modelle vor. Und bevor ich weiß, was ein Hinden-Markov-Modell ist, muss ich erstmal wissen, was ein Markov-Modell ist. Und Markov-Modell kann man beschreiben mit einer sogenannten Markov-Kette. Da gibt es auch wieder zeitkontinuierliche oder zeitdiskrete. Wir interessieren uns wieder nur für die zeitlichen zeitdiskreten. Das heißt, die Zeit, diese Indexmenge groß T, besteht aus natürlichen Zahlen, zum Beispiel größer gleich 1. Also kann man sich entscheiden, ob man die Zeit bei 0 oder bei 1 loslaufen lässt. Wenn man sie bei 1 loslaufen lässt, macht es manchmal einfacher. Und die Idee meiner Markov-Kette ist, ich befinde mich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Zustand und dann macht die Zeit einen Schritt und danach mache ich einen Übergang wieder in irgendeinen anderen Zustand aus einer beliebigen Menge oder ich bleibe im aktuellen Zustand befinden. Markov-Ketten können wieder endliche oder unendliche Zustandsmengen haben. Für uns, für die Spracherkennung interessant, sind nur endliche Zustandsmenge. Das heißt aber also eine endliche Menge von Zuständen. Zu jedem diskreten Zeitpunkt t befinde ich mich in einem Zustand und mache dann zum Zeitpunkt t plus 1 den Übergang wieder in einen Zustand, entweder in mich selber oder in einen anderen Zustand. Was man jetzt machen kann, ist, jetzt kann man anfangen zu modellieren, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, bestimmte Zustandsübergänge zu machen. Und das Erste, was man machen kann, ist, dass man diese Wahrscheinlichkeit, einen Zustandsübergang zu machen, abhängig davon macht, in welchen Zuständen war ich denn vorher, aber nicht unendlich lange zurückgeht, sondern nur noch eine endliche Anzahl an Zeitschritten zurückgeht. Ich schaue mir jetzt an, nur noch, was waren die n vorhergehenden Zustände, in denen ich mich befunden habe, beziehungsweise die n-1 vorhergehenden Zustände, in denen ich mich befunden habe, und mache davon abhängig die Wahrscheinlichkeit, jetzt im aktuellen Zeitpunkt einen Zustandsübergang in den nächsten Zustand zu machen, von Zeitpunkt t zum Zeitpunkt t plus 1. Das heißt also, für das aktuelle Verhalten, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, für die einzelnen Zugänge den Übergang zu machen, hängt nur von den n vorhergehenden Zuständen ab. Und für die Spracherkennung insbesondere interessant in Ketten erster Ordnung. Das heißt, ich mache es nur noch davon abhängig, in welchem Zustand war ich denn vorher, wenn es darum geht, in welchen Zustand ich denn als nächstes gehe. Das heißt also insbesondere, da hier das bis j-1 und so weiter läuft, die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Übergang zu machen, in den nächsten Übergang, hängt nur noch davon ab, in welchem Zustand ich mich im Augenblick befinde. Wenn man die jetzt beschreiben will, kann man das relativ einfach machen. Man nimmt sich einmal so einen Vektor Pi her, der ist so vieldimensional, wie ich Anzahl Zustände habe. Die einzelnen Werte in Pi sollen größer gleich 0 sein. Die Summe der Werte in diesem Vektor Pi soll sich auf 1 addieren. Dann ist das qua Definition eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist nichts anderes als eine Reihe von Zahlen, die liegen zwischen 0 und 1 und summieren sich zu 1 auf. Und das nenne ich den Anfangswert.
Wahrscheinlichkeitsvektor. Das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, dass ich mich zum Zeitpunkt 0 im Zustand SI befinde. Das soll gerade gleich PI sein. Und dann mache ich einen Wahrscheinlichkeitsvektor, der sagt halt P von x0 gleich SI. Das ist die Anfangsverteilung der Markov-Kette. Und dann mache ich Übergangswahrscheinlichkeiten. Wenn ich mich zum Zeitpunkt T im Zustand I befinde, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich zum Zeitpunkt T plus 1 im Zustand SJ sein werde? Das sind dann die einzigen Wahrscheinlichkeiten, die ich brauche für so eine Markov-Kette erster Ordnung. Und die kann ich halt leicht in so einer Matrix darschreiben. Da steht halt auf der Diagonale drin, was ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem aktuellen Zustand bleibe. Und in allen anderen Werten steht halt drin, was ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt vom Zustand I zum Zustand J überzugehen, wenn ich im Zeitpunkt T bin und zum Zeitpunkt T plus 1 wissen möchte, in welchem Zustand werde ich denn sein. Hier an dieser Stelle ist noch zu beachten, diese Wahrscheinlichkeiten, die hängen noch von der Zeit T ab. Also zum ersten Zeitschritt 1 kann ich eine andere Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix haben als zum Beispiel im Zustand 15. Die Wahrscheinlichkeiten können sich im Laufe der Zeit ändern. Das macht es auch noch unangenehm, deswegen schränke ich diese Bedingung ein und sage, angenommen, diese Übergangswahrscheinlichkeiten sind gar nicht mehr von der Zeit abhängig, sondern zu jedem beliebigen Zeitpunkt sind diese Übergangswahrscheinlichkeiten immer gleich. Dann nenne ich das Ganze eine homogene Markov-Kette. Und wenn ich mir also homogene Markov-Ketten erster Ordnung anschaue, dann ist das Einzige, was ich wissen muss, den Vektor der Anfangswahrscheinlichkeiten Pi und die Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten Pij. Das heißt, durch diesen Vektor und durch diese Matrix ist so eine Markov-Kette erster Ordnung eindeutig bestimmt und Spracherkennung modellieren wir halt mit Hilfe Markov-Ketten erster Ordnung. Das sind die, die für uns insbesondere interessant sind. Mit den Dingern kann man jetzt schon einige Sachen machen. Das Problem ist, dass diese URLs sich ständig ändern. Ich werde das nochmal aufs Web leben, gucken, ob ich neue Webseiten finde. Da kann man zum Beispiel jetzt Sachen mit generieren. Deswegen nennt man das Ganze ein generatives Modell. Also angenommen, ich habe so eine Markov-Kette modelliert und ich möchte zum Beispiel Namen generieren. Dann kann ich jetzt zufällig Namen generieren lassen, indem ich einfach Würfel nehme, ich würfel, gucke raus, welche Wahrscheinlichkeit war es denn jetzt und entscheide mich also nach der Wahrscheinlichkeit für einen der Anfangszustände, so wie er das halt die Anfangszustandswahrscheinlichkeit vorgibt. Habe dann meinen ersten Buchstaben und dann mache ich halt, würfel ich immer und lese dann aus meiner Tabelle ab, welchen Übergang ich mache, mache ich jetzt lasse ich so eine Kette immer größer und größer werden und kann zum Beispiel Buchstaben hintereinander rein. Und wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel geschätzt habe auf Namen, indem ich halt geguckt habe, Verzeichnis von Namen, dann ist das, was herauskommt, von den inhärenten Eigenschaften her, unter dieser Bedingung erste Ordnung und homogen und so weiter, ungefähr so ähnlich wie Namen. Da kann ich dann also beliebige Namen mit generieren lassen. Oder, was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel so ganz einfaches Wettermodellierungsmodell machen, mit dem ich dann zum Beispiel auch ganz primitive Wettervorhersagen machen kann. Unser Modell besteht aus drei Zuständen. Es kann sonnig sein, es kann bewölkt sein oder es kann regnen. Das seien die drei Zustände, in denen sich das Wetter befinden kann. Und dann kann ich so Übergänge machen. Ich kann sagen, wenn es sonnig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 0,5, dass es weiter sonnig sein kann. Das ist die Wahrscheinlichkeit 0,4, dass es als nächstes bewölkt sein kann. Oder mit der kleinen Wahrscheinlichkeit von 0,1 kann es von sonnig direkt auf Regen umschalten. Wenn es bewölkt ist, dann haben wir halt die Wahrscheinlichkeit 0,7, dass es weiterhin bewölkt ist. Wahrscheinlichkeit 0,2, dass es regnet.
oder so eine Wahrscheinlichkeit von 0,1, dass es danach wieder sonnig wird. Oder ich sage, wenn es regnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit von 0,2, dass es weiterhin regnet. Wahrscheinlichkeit von 0,3, dass es wieder bewölkt wird. Oder eine Wahrscheinlichkeit von 0,5, dass dann wieder die Sonne scheint. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Zeitschritt einem Tag entspricht, dann kann ich solche Sachen beantworten wie: angenommen, am ersten Tag ist es sonnig. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 7 Tagen die Wetterfolge sonnig, sonnig, Regen, Regen, sonnig, bewölkt, Regen, sonnig, sonnig, Regen, Regen, sonnig, bewölkt, sonnig zu beobachten wird? Kann ich relativ leicht ablesen. Also ich weiß, ich bin im Zustand S. Dass ich von S nach S übergehe, hat die Wahrscheinlichkeit 0,5. Dass ich von sonnig nach regnerisch gehe, hat die Wahrscheinlichkeit 0,1. Dass ich in regnerisch bleibe, hat die Wahrscheinlichkeit 0,2. Dass ich von regnerisch nach sonnig gehe, hat die Wahrscheinlichkeit 0,5. Dass ich von sonnig nach bewölkt gehe, hat die Wahrscheinlichkeit 0,4. Und dass ich bewölkt nach sonnig gehe, hat die Wahrscheinlichkeit 0,1. Die Zahlen multipliziere ich auf und bekomme dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich halt in den nächsten 7 Tagen diese Beobachtung mache. Interessant ist für die Vorhersage zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in 7 Tagen im Zustand sonnig sein werde. Dann muss ich halt alle Möglichkeiten, alle möglichen Abfolgen, die es gibt und die in sonnig enden, da muss ich für jede dieser Möglichkeiten halt dieses Produkt ausrechnen und dann mache ich die Summe darüber. Da habe ich zum Beispiel sowas wie eine Vorhersagewahrscheinlichkeit dafür, dass es halt in 7 Tagen sonnig sein wird. Das ist natürlich ein relativ primitives Modell. Die große Frage ist natürlich, wo bekomme ich diese Wahrscheinlichkeiten her? Naja, ich beobachte halt 10 Jahre lang das Wetter und dann kann ich zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Wird natürlich nicht sonderlich genau sein, weil dieses Modell ist ein relativ großes Modell. Es hängt natürlich von viel mehr Faktoren ab, in welchen Zustand ich gehen werde, als einfach nur von dem Zustand, in dem ich im Augenblick war. Zum Beispiel auch, dass ich halt nur Markov-Ketten erster Ordnung hernehme, schränken das Modell natürlich ein und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Modell, so wie jedes Modell, bildet die Wirklichkeit nicht 100% perfekt ab, sondern halt so genau, wie wir das halt mit unseren technischen Mitteln halt abbilden können. Wie es uns die Daten, die wir haben, erlauben, die Algorithmen, die wir haben, erlauben, die Rechenzeit, die wir haben, erlauben. Und auf ähnliche Art und Weise, wie ich das mache, kann ich dann auch anfangen, Sprache abzubilden. Jetzt hat dieses Modell eine interessante Eigenschaft, die alle Markov-Modelle haben. Wenn ich in einem Zustand bin, dann weiß ich, wie das Wetter ist. Wenn ich im Zustand R bin, dann weiß ich, es regnet. Und wenn ich im Zustand B bin, dann weiß ich, es ist bewölkt. Und im Zustand S weiß ich, es ist sonnig. Das heißt, indem ich aus dem Fenster gucke und schaue, wie das Wetter ist, weiß ich, in welchem Zustand befindet sich mein Markov-Modell. Bei der Sprache habe ich dann hinterher das Problem, dass ich das eben nicht mehr weiß. Bei der Sprache bekomme ich diesen Merkmalsvektoren, diese Folge von Merkmalsvektoren. Und ich sehe so einen Merkmalsvektor xj, das ist ein 42-dimensionaler Vektor der reellen Zahlen, der aus der Vorverarbeitung rauskam. Und ich weiß, meine Sprache, meine Wörter, die setzen sich zusammen aus Phonemen. Und ich sehe jetzt aber diesem Vektor, diesem Merkmalsvektor, nicht mehr an, von welchem Phonem wurde er hervorgebracht. Das funktioniert nicht mehr. Das ist mir verborgen. Das heißt, wenn ich also jetzt postuliere, Sprache besteht aus einer Folge von Phonemen, ich gehe mal von einem Phonem ins nächste oder ich bleibe eine gewisse Zeit lang im aktuellen Phonem, dann habe ich das Problem, dass ich den Merkmalsvektor, den ich sehe, nicht mehr ansehe, in welchem Phonem, sprich in welchem Zustand sich mein Modell befindet. Und das ist das, weshalb die Hidden Markov-Modells
hinheißen. Der Zustand, in dem sich das Modell befindet, ist verborgen. Ich kenne ihn nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass diese Beobachtung, die ich gemacht habe, von irgendeinem Zustand hervorgebracht wurde und unterschiedliche Zustände haben unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, mit der sie bestimmte Beobachtungen hervorbringen. Also dass zum Beispiel ein B den gleichen Merkmalsvektor hervorbringt wie ein A, ist eher unwahrscheinlich. Also so ein Merkmalsvektor wird für bestimmte Phoneme eine hohe Wahrscheinlichkeit haben und für viele andere Phoneme eine eher geringe Wahrscheinlichkeit haben. Und je nachdem, wie ähnlich die sich sind oder so, ist der Wert irgendwo dazwischen. Und das kann man immer schön demonstrieren mit Hilfe sogenannter Münzwurf-Experimente. Aber wie das funktioniert, werden wir uns dann entsprechend am Mittwoch anschauen.